Drake versus Kendrick Lamar, ein jahrelanges Duell. Jeder hat's mitbekommen, die beiden haben schon seit einiger Zeit Beef und in dem Video wird halt erklärt, warum, wieso, weshalb. Seit kurzer Zeit ist ein Streit in der Hip-Hop-Szene entstanden, der die Debatte über die derzeitige Nummer 1 in der amerikanischen Rap-Szene endlich beenden soll. Denn Drake und Kendrick Lamar haben beide mehrere Diss-Songs gegeneinander veröffentlicht, sodass es zum ersten Mal einen offiziellen Schlagabtausch zwischen den beiden gab. Doch viele wissen gar nicht, dass der Konkurrenzkampf der beiden mittlerweile über 10 Jahre geht. Deswegen schauen wir uns heute den Beef zwischen Drake und Kendrick an. 10 Jahre, das wusste ich ehrlich nicht. Vergiss nicht zu liken und zu kommentieren. Und viel Spaß. 10 Jahre, Bruder. Das war 2014, Bruder. Ich war da 14, 15 Jahre alt und da haben die sich schon gebieft. Im Video. Die Karrieren von Drake und Kendrick Lamar begannen fast zeitgleich in den 2000er Jahren. Kendrick, der sich damals noch K-Dot nannte, veröffentlichte ab dem Jahre 2004 seine ersten beiden Mixtapes und erlangte dadurch im Jahre 2006 die Aufmerksamkeit von dem Rapper This is The Game. The Game, der Kendrick mit auf Tour nahm und ihn sogar auf 2 Songs featurete. 2006 ist auch das Jahr, in dem Drake seine Karriere startete. Er veröffentlichte im Februar seine... Boah, ey, man muss schon sagen, Drake sah damals schon mies hässlich aus, Bruder. Und er hatte einen richtig hässlichen Style, Bruder. Er veröffentlichte im Februar sein erstes Mixtape, wodurch er gleich seinen ersten kleinen Hype bekam. Und im selben Jahr durfte er sogar als Voract für Ice Cube auftreten. Im Jahre 2007 veröffentlichte Drake dann sein zweites Mixtape, auf dem die Single Replacement Girl featuring Trey Songz zu einem riesigen Erfolg wurde, wodurch Drake es aus dem Untergrund geschafft hat. Währenddessen veröffentlichte Kendrick noch 2 Mixtapes unter seinem damaligen Rap-Namen K-Dot, bis er im Jahre 2009 seinen Namen änderte. Im selben Jahr veröffentlichte Drake dann sein drittes Mixtape, auf dem mehrere Hit-Singles und Hip-Hop-Größen vertreten waren, sodass Drake über Nacht zu einem Megastar wurde und einen Vertrag von den damals größten Hip-Hop-Künstlern der Szene, Lil Wayne, bekam. Ab da an veröffentlichte Lil Wayne, wie ist nochmal das Label? Young Money, Cash Money, oder? Drake Hits über Hits, die sich millionenfach verkauften. Auch Kendricks Karriere ging zeitgleich langsam bergauf. Er veröffentlichte im Jahre 2010 das Mixtape Overly Dedicated, das auf Platz Nummer 72 der Billboard-Charts einstieg und wodurch er die Aufmerksamkeit des legendären Dr. Dre auf sich zog, mit dem er ab dem Jahre 2011 zusammenarbeitete. Dr. Dre. Im selben Jahr ging Kendrick dann auf kleine Promotour, um sein Debütalbum namens Section 80 zu promoten und hatte dadurch am 16. Juni 2011 seinen ersten Auftritt in Toronto, der Heimatstadt von Drake. Als Drake davon erfuhr, besuchte er Kendrick bei seinem Auftritt, sodass die beiden das erste Mal persönlich aufeinander trafen. Bei dem Treffen haben sich die beiden sehr gut verstanden und Kendrick hat Drake sogar sein damals noch unveröffentlichtes Album gezeigt. Das Album hat Drake so fasziniert, dass er Kendrick ein Feature-Gast-Part auf seinem zweiten Album Take Care anbot. Und so entstand der erste Song der beiden namens Buried Alive Interlude. Okay. Und im Februar 2012 nahm Drake sogar Kendrick gemeinsam mit A$AP Rocky mit auf Tour. Im selben Jahr veröffentlichte Kendrick dann sein zweites Album, das von vielen bis heute als Klassiker bezeichnet wird. Und zwar Good Kid, Mad City. Bruder, ich höre mir das nicht an, keine Ahnung. Also, ich weiß, das sind so Legenden und sowas, aber ich höre mir deren Musik nicht an, Bruder. Das Album verkaufte sich in der ersten Woche knapp 250.000 Mal und sorgte dafür... Ich will nur verstehen, was hinter diesem ganzen Beef steckt, Bruder. Das, deren ganzen Alben und so geht mir am Arsch vorbei. Dass auch Kendrick zu einem Megastar wurde. Auf dem Album war auch Drake als Feature-Gast vertreten. Und im Oktober 2012 waren beide noch ein letztes Mal gemeinsam auf einen Song von A$AP Rocky zu hören. Doch ab dem Jahre 2013 wurde aus der Freundschaft zwischen Drake und Kendrick Lamar ein erbitterter Konkurrenzkampf. Was ist das, Bruder? 15% Rabattcode. Bruder, ist nicht dein Ernst. Deswegen habe ich nie Product Placements angenommen. Jetzt stellt euch mal vor, so wie ich jetzt gerade eben, ihr sitzt zu Hause, ihr guckt euch ganz entspannt ein Video an, wofür ihr euch interessiert. Und plötzlich kommt da, ladet euch jetzt Raid Shadow Legends herunter. Raid Shadow Legends. Dieses Video ist gesponsert von Raid Shadow Legends. Bruder, halt die Fresse, Mann, Alter, ganz ehrlich. So, man kann verstehen, man braucht Geld. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber das macht diese Kunst einfach kaputt. Song Control, auf den Kendrick Lamar ein Vers hatte, in dem er eine Ansage an die relevantesten Rapper der Hip-Hop-Szene machte und klarstellte, dass er für jeden Liebe hat, aber er die Nummer 1 der Szene ist. Und da Drake der größte Rapper der Szene war, wurde natürlich auch er erwähnt. That goes for Jermaine Cole, Big Crit Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas.
Als der Song veröffentlicht wurde, wurden natürlich alle von Kendrick erwähnt. Oha, boah, der hat schon gegen einige Rapper geschossen. Rapper auf den kleinen Seitenhieb angesprochen. Und fast keiner hatte ein Problem mit der Ansage. Doch Drake, der Kendrick eigentlich immer unterstützt hatte, sah das Ganze als einziger ein wenig anders und fing an, in Interviews schlecht über Kendrick zu reden. Am 25. August 2013 trafen die beiden dann das erste Mal bei den VMAs persönlich aufeinander. An dem besagten Abend soll Kendrick zu Drake gesagt haben, dass der Song kein Diss gegen Drake gewesen sei und er das Ganze nicht so ernst nehmen solle. Doch Drake wollte davon nichts hören und fing an, Kendrick auf den Song The Language zu dissen, ohne seinen Namen zu nennen. Bruder, wie sah er aus? Bei allem Respekt, Mann. Wenn man ihn mit heutzutage vergleicht, Bruder, er sah damals schon ein ganz anderer Mensch irgendwie. Fuck any nigga that's talking that shit just to get a reaction. Außerhalb der Musik wurde der Konkurrenzkampf der beiden immer größer. Bei den BET Awards wurde Kendrick 14 und Drake 13 Mal nominiert. Und am Ende konnte Kendrick 4 und Drake 3 Awards mit nach Hause nehmen. Also war Kendrick sozusagen der Gewinner des Battles der beiden. Und als Krönung disste Kendrick Drake sogar bei der BET Cypher. Im Dezember wurde dann der Song Shit von Future und Drake veröffentlicht, auf dem Drake wieder mal ein paar Lines an Kendrick richtete. Ab dem Jahre 2014 wurde es jedoch wieder ruhiger um die beiden. Und im August des besagten Jahres ging Drake dann auf die Bühne und grüßte Kendrick Lamar mit ein paar netten Worten. Hä? Okay. Doch scheinbar wollte diesmal Kendrick nichts davon hören, denn er disste Drake einfach weiter, sodass auch Drake wieder antwortete und der Beef weiter hin und her ging. Im Oktober 2014 wurde dann der Song Pay For It von J-Rock veröffentlicht, auf den Kendrick auf die Disslines von Drake's Song The Language einging. I am the kid with the motor mouth, I am the one you should worry about. King Kendrick resurrecting my vengeance, been dissecting your motor mouth till I break down the engine. Im Februar 2014 gab es dann wieder eine kleine Antwort von Drake auf den Song Used To. They gon' say your name on them airwaves, they gon' hit you up right after like it's only rap. Während der Beef am Köcheln war, ging langsam das Gerücht in der Szene herum, dass Drake... Ja, ich... Keine Ahnung, Mann, Alter. Ich kann so Diss-Tracks gar nicht ernst nehmen. Wenn ich gedisst werde auf irgendeinem Song, was juckt mich das, Bruder? ...den Ghostwriter haben würde... Solange er nicht die Eier dazu hat, es mir im echten Leben zu sagen, ins Gesicht zu sagen, ist mir scheißegal, mach was du willst. Sag in deinen Songs, was du willst, Bruder. Und auf dem dritten Album von Kendrick Lamar, ganz das im ehrlich, März 2014 veröffentlicht wurde, war dann ein Diss gegen Drake zu hören, den die Fans erst ein paar Monate später verstanden. Denn auf den Song King Kunta fragte Kendrick, wie man Ghostwriter als Rapper haben kann. Und nur ein paar Monate später wurde durch Meek Mill bekannt, dass Drake tatsächlich Ghostwriter hatte. Im Juni desselben Jahres disste Drake dann wie... Gefühlt 90% der Deutschrap-Industrie haben Ghostwriter. Das ist mittlerweile was ganz Normales geworden. Darum Kendrick auf den Song... Also was ich so alles mitbekommen habe, so Insider-Info. Es gibt so viele Rapper, die sich die Texte schreiben lassen. Unglaublich, ohne Witz. 100. Zu dem sie sogar ein Video in der Heimatstadt von Kendrick, Compton, drehten. I would have all of your fans if I didn't go poppin', I stayed on some conscious shit. Und so könnte ich jetzt ewig weitermachen. Es gab wirklich kein Projekt, in dem nicht ein paar Disses für die Gegenseite zu hören waren. Doch es wurden nie Namen genannt. Bis im Jahre 2017 ein Audioleak des Songs Element von Kendrick Lamar in der Szene rumkursierte, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, in dem die originalen Verse des Liedes zu hören waren. Und auf der ursprünglichen Version wurde Drake namentlich genannt. Drake and Mill beef might got you gassed up, but now my whole nother beast, I really fuck you up. Doch auch wenn es jahrelang einen Schlagabtausch gab, versuchte Drake immer wieder einen Schritt in Richtung Kendrick zu machen und redete beispielsweise in Interviews gut über... Boah, hier sieht Drake schon ein bisschen anders aus irgendwie, mit dem Bart und allem. Da Kendrick jedoch auch einen anderen Style. Einfach weiter disste, fing auch Drake wieder an, weswegen es jahrelang weiter brodelte, bis der Beef in diesem Jahr seinen bisherigen Höhepunkt hatte. Im Oktober 2023 veröffentlichten Drake und J. Cole ihren Song First Person Shooter, in dem J. Cole rappte, dass er selbst, Drake und Kendrick die Top 3 der Rap-Szene sind. Daraufhin reagierte Kendrick im März dieses Jahres auf den Song Like That von Metro Boomin und rappte, dass es keine Top 3, sondern nur ihn gibt. Motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, bum! Ein paar Wochen später reagierte J. Cole auf Kendrick und disste ihn auf dem Song 7-Minute Drill, in dem er Kendrick herausforderte.
Doch nur kurze Zeit später zog Cole seine Aussage zurück, weil er der Meinung war, Das habe ich mitbekommen. J. Cole hat irgendwie auch Kendrick Lamar gedisst und sich dann im Nachhinein entschuldigt. Und dann wurde er irgendwie zum Meme. Nicht gerechtfertigt war. Sie nannten ihn Abu Entschuldigung im Internet. Drake dagegen hatte scheinbar schon lange auf eine offizielle Konfrontation gewartet und veröffentlichte kurz darauf den Song Push-Ups, in dem er jeden seiner Gegner disste, auch Kendrick Lamar. Er machte sich über seine Größe und über seine Zusammenarbeit mit Popgrößen wie Taylor Swift und Maroon 5 lustig. Außerdem disste er Künstler wie Rick Ross, der kurz nach der Veröffentlichung des Songs ebenfalls einen Diss-Song gegen Drake veröffentlichte. Drake veröffentlichte dann ein weiteren Diss-Song mit dem Titel Bruder, Rick Ross ist so irrelevant, Bruder, das ist unglaublich, also ich kann mich nicht erinnern, wann ein Song von ihm irgendwann mal im Radio war, Bruder. Taylor Made Freestyle, in dem er eine KI-generierte Stimme von Tupac und Snoop Dogg nutzte, um Kendrick zu sagen, dass sie auf seine Antwort warteten. Doch Drake nahm den Song kurze Zeit später wieder runter, nachdem Tupacs Erbe rechtliche Schritte gegen die KI-generierte Verwendung seiner Stimme angedroht hatte. Daraufhin warteten die Fans über 2 Wochen lang darauf, dass Kendrick Lamar endlich antwortete, bis er endlich den Song Euphoria veröffentlichte. Einen 6 Minuten langen Diss-Song gegen Drake. Schon der Songtitel war sehr strategisch gewählt, denn Drake ist einer der Produzenten der Serie Euphoria. Und wenn man jetzt Drake Euphoria googelt, findet man Drakes Diss-Song ganz oben in der Suchmaschine. In dem Song disste er Drake gnadenlos und listete alles auf, was er an Drake hasste. I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress. Am nächsten Tag reagierte Drake auf den Diss-Track, indem er eine Szene aus dem Film 10 Dinge, die ich an dir hasse, auf Instagram postete, in der die Hauptdarstellerin alle Gründe auflistete, warum sie ihren Freund hasst. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Okay, Bruder, das ist schon ein bisschen unangenehm, sag ich dir. Bruder, meine Güte, Mann, das ist... Even worse when you make me cry. Daraufhin releasete Kendrick am 3. Mai einen weiteren Diss-Track mit dem Namen 616 in L.A. mit einem Cover, auf dem ein Maybach-Music-Handschuh zu sehen ist. Dadurch begannen sehr viele Fans zu spekulieren und Theorien aufzustellen. Und im Song sagte Kendrick unter anderem, dass es Leute in Drakes Crew gibt, die nicht loyal zu ihm sind, sodass viele der Meinung waren, dass Kendrick Insider-Informationen über Drake hat. Auch zum Songtitel gibt es etliche Theorien. Die einen behaupten, dass damit der kanadische Vatertag am 16.06. oder Tupacs Geburtstag gemeint sein könnte. Andere behaupten wiederum, der Titel sei eine Anspielung auf Drakes Songtitelwahl, da er sehr oft Zeiten als Songtitel wählte. Der Diss-Song, in dem er Drake unter anderem vorwarf, ein sehr schlechter Vater zu sein, wurde von einem der Produzenten von Taylor Swift produziert, so dass sogar der Beat eine Antwort auf Drake war. Are you finally ready to play? Have you ever, let's see, have you ever thought that OVO is working for me? Doch es dauerte nicht mal 24. Aber ich denke, Drake hat doch bestimmt mehr Macht in dieser Industrie. Mehr Geld und mehr Macht, könnte ich mir schon vorstellen. Stunden, bis Drake den Song Family Matters veröffentlichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kendrick Lamar mehr zu sagen hat als Drake, so. Indem er wiederum Kendrick vorwarf, seine Frau, mit der er 2 Kinder hat, geschlagen zu haben. Da Drakes Antwort sehr schnell kam, dachten einige Fans für eine kurze Zeit, dass Drake die Nase vorn bei dem Beef hat. Aber wirklich für eine sehr kurze Zeit. Denn nur 37 Minuten später kam schon der Antwort-Track von Kendrick namens Meet the Grahams, in dem er die gesamte Familie von Drake disste. Ja, Bruder, das war wirklich, das habe ich mir angehört, das war, puh, das ist gegen Ehre gegangen, Bruder. Er warf seinen Eltern vor, ihn schlecht erzogen zu haben und gab bekannt, dass Drake eine 11 Jahre alte Tochter hat, die er vor der Welt versteckt hält, weil die Mutter des Kindes hässlich sei. Diese angebliche Tochter spricht Kendrick im Song direkt an und entschuldigt sich für das Verhalten ihres Vaters. Ihr Narcissist, Misogynist, living inside his songs, try to destroy families rather than taking care of his own. Diese angeblichen Insider-Informationen wurden dann noch durch das Cover unterlegt, auf dem einige Privatsachen von Drake zu sehen waren, wie beispielsweise Medikamente zur Gewichtsabnahme. Laut DJ Academics sollen die Sachen, die auf dem Cover zu sehen waren... Boah, Junge, das ist Drake sein Vater, was hat er für einen Kurdenschnurrbart, Bruder? Einen richtigen Kurdenschnurrbart, Alter. Dem Vater von Drake gehören, dessen Koffer verloren ging. Doch auch das sind bis jetzt nur Spekulationen, denn Drake antwortete daraufhin mit einem Instagram-Post, in dem er schrieb, kann bitte jemand meine versteckte Tochter finden und sie zu mir schicken? Und wenig später gab Drake sogar bekannt, dass er seine Karriere beenden würde, wenn er wirklich eine Tochter hat.
Da Drake alle Vorwürfe von sich weist, spekulierten einige Fans darüber, dass Drake vielleicht extra jemanden aus seiner Crew dafür engagiert hat, um Kendrick falsche Informationen zu liefern. Also dachte sich Kendrick wahrscheinlich, okay, dann gibt's halt noch einen Song. Denn nur 12 Stunden später erschien der Song Not Like Us, in dem der Song war auch geil. Kendrick wieder neue Vorwürfe gegen Drake äußerte. Laut Kendrick soll Drake mit sehr vielen jungen Frauen unterwegs sein und sogar Leute eingestellt haben, die als Straftäter registriert sind. Ja, da hat Kendrick dann erwähnt, dass Drake ein Pedo ist, mäßig. Das hat er in die Welt gesetzt und ja, viele glauben das halt. Das sollen auch die roten Markierungen über Drakes Villa darstellen, die auf dem Cover abgebildet sind. Der Song schlug ein wie eine Bombe und war sogar bei uns in Deutschland in den YouTube-Trends auf Platz... Ja, es war in den Trends. Nummer 1 und konnte über 15 Millionen Klicks generieren. 24 Stunden später veröffentlichte Drake dann den Song The Hard Part 6. Bei dieser Antwort hat er einfach nur gesagt, dass er kein Pedo ist. Also seine Antwort darauf war, dass er kein Pedo ist. Part 6, in dem er bekannt gab, war jetzt nicht wirklich überzeugend, dass alle Fakten von Kendrick falsch sind und er extra falsche Informationen an Kendrick weitergegeben hat, wie es die Fans bereits vermuteten. Doch ob das Ganze wirklich ein Schachzug von Drake war, konnte er bis heute nicht beweisen. You gotta learn to fact-check things and be less impatient. Your fans are rejoicing, thinking this is my expiration. Nachdem beide Seiten 4 Songs gegeneinander veröffentlicht haben, sind sich heute die meisten Fans einig, dass Kendrick Lamar den Beef ganz klar gewonnen hat. Und auch ich bin am... Dieser Beef erinnert mich an den Beef von Bushido und K1 damals. Könnt ihr euch noch erinnern? Da war ich auch ein Teenager damals. Boah, Junge, das ging richtig ab. Meinung, dass Kendrick der klare Sieger ist. Ich weiß noch, ich war in der Schule. Boah, Junge, da ist dieser Diss-Track rausgekommen von Bushido. Alle haben sich den angehört. Eine Zeit lang später kam dann dieser Diss-Track von K1. Der hat Bushido auch auseinandergenommen. Ordentlich. Allerdings muss man bei dem ganzen Beef festhalten, dass Drake nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der meistgehasste Künstler der Szene ist. Das bedeutet, jeder, der Drake sowieso nicht mag, ist automatisch auf der Seite von Kendrick, weswegen Drakes letzter Diss-Song auch über 1 Million Dislikes innerhalb von nur 2 Tagen bekam. Oha! Doch der Beef der beiden, der eigentlich sportlich ablaufen sollte und bei dem die ganze Welt zuschaut, entwickelte sich in den letzten Tagen zum Negativen. Am Montag wurde ein OVO-Store in London mit den Worten "They not like us" besprüht und nur einen Tag später wurde sogar auf Drakes Villa geschossen. Dabei wurde ein Security getroffen, der den Drive-By Gott sei Dank überlebte. Und das Ganze wurde sogar auf Überwachungskamera festgehalten. Die Polizei hat bis jetzt jedoch noch kein offizielles Statement veröffentlicht. Doch Gerüchte zufolge hatte die Schießerei etwas mit dem Streit zwischen The Weeknd und Drake zu tun, das schon mal auf die Villa geschossen wurde, bevor der Beef mit Kendrick entfachte. The Weeknd. The Weeknd hat dafür gesorgt, dass auf Drake seine Villa geschossen wurde. The Weeknd, der Sänger. Ich denke, die Zeit wird zeigen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Drive-By und Kendrick Lamar gibt. Und ob der Beef... Das ist der Sänger, der Sex-Songs macht, Bruder. Verstehst du? Beef, wie so oft, auf der Straße endet. Aber der macht romantische Songs. Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt habe ich auch ein bisschen was verstanden, weil ich habe wirklich lange Zeit, der Beef, keine Ahnung, es kursiert jetzt schon die ganze Zeit im Internet. Ich sehe das die ganze Zeit auf meinem Instagram und so. Ich habe nichts verstanden, aber jetzt habe ich ein bisschen Durchblick. Ja, was soll ich dazu sagen? Ob das jetzt stimmt, dass Drake ein Pedo ist, kann man so nicht sagen. Solange es nicht wirklich handfeste Beweise gibt, kann man nicht sagen, dass er ein Pedo ist. Es gab ein Video, das habe ich auch gesehen. Da hat er vor einigen Jahren auf der Bühne mal ein Mädchen auf die Bühne geholt. Sie war, glaube ich, 17. Und der hat sie dann auf der Bühne auf die Wange geküsst. Oder sie hat ihn auf die Wange geküsst, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch kein handfester Beweis, weißt du, das ist wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen verstanden. Das war's.